Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich reagiere heute wieder auf Stundenrix und auf Ronny und der Ladendieb. Wenn ihr schon mal nichts zu verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Klaut wurde. Geist! Ich rufe die Polizei. Hallo? Ja? Einmal bitte zu Bild und Bild. Was geht, Freunde der Außenwelt? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock! Herr Schellhorn ist stolzer Besitzer dieses kleinen Ladens mitten in Wesseburn. Seit über 26 Jahren bedient er seine Kunden. Nie ist es zu einem Diebstahl oder Ähnlichem gekommen. Ja, bis zum heutigen Tag. Ja, ich wollte gerade Feierabend machen und dann ist mir aufgefallen, dass hier ein Stift fehlt. Noch vollkommen geschockt. Das fällt natürlich jeden auf, dass da ein Stift fehlt. Das muss ja Ultraluxfuchs sein, ja. Und unter Adrenalin rief Herr Schellhorn die Polizei. Sir! Gott sei Dank. Wie bei der Sparkasse. Der Tresorraum ist unbewacht, aber die Stifte werden angekettet. Da sind sie ja endlich. Also, ich wollte gerade Feierabend machen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich glaube, ich hab's ja noch gar nicht begrüßt. Schönen guten Tag. Ach. Herr Kommissar, René, mein Name. Können Sie mir sagen, warum Sie mich angerufen haben? Ja, sehr gerne. Also, ich wollte gerade Feierabend machen und da habe ich gemerkt, dass von diesen Stiften hier einer fehlt. Sagt man das nicht am Telefon schon? Sind Sie sicher, dass Sie heute keinen Stift verkauft haben? Ja, sehr sicher. Und wieso? Weil heute gar nichts verkauft wurde. Oh, das läuft ja super, der Laden. Bester Laden ever. Also, können Sie mir den Stift ein bisschen beschreiben? Im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie schon mal einen Stift gesehen? Hä? Ja? So ähnlich sieht er aus. Sehr gut. Das hilft mir und meinen Mitarbeitern sicherlich sehr weiter. Ja, ich werde Sie. Tut mir leid, wir haben schon geschlossen. Aber ich muss morgen ein Referat über Celine David halten. Ich brauche Tonpapier. Es gab hier heute ein schweres Verbrechen und ich stehe noch unter Schock. Es tut mir leid. Mein Stift geklaut wurde, da stehe ich ständig unter Schock, wenn einer einen Stift in den Laden klaut. Alter. Oh, wenn es ein Laden ist, was soll's. Junge. Aber das Tonpapier? Der Laden hat zu. Ich war auch. Ich wollte gerade zuschließen. Ich brauche Tonpapier. Ist ausverkauft. Hast du zufällig einen Stift gesehen? Ja, davor. Ich hab ihm Stift gefallen. Perfekt, Antwort ich jetzt nicht besser hingekriegt. Das ist nicht mal scheiße. Nein, Funden. Das ist nicht der, der geklaut wurde. Geil! Ich ruf die Polizei. Oh Mann, ey, der ist doch schon da. Warte mal kurz. So, weiter geht's. Bitte gleich mit ab. Was ist da los? Ich scheiß mir ein, Alter. Komm jetzt sofort. Ich brauch schon Papier. Guten Tag! Na endlich! Schmeißen Sie die bitte raus! Raus! Sie ist schön weg! Sicher? Vielleicht war sie auch niemals hier! Herr Hauptkommissar, was machen wir denn jetzt wegen des geklauten Stiftes? Wenn ich den nicht wiederbekomme, dann kann ich den Laden gleich dicht machen! Herr Schellhorn! Das muss aber ein sehr, sehr wertvoller Stift sein! Schreibt der mit Diamant oder was? Was aufgefallen? Irgendein Kunde, der hier sonst nicht einkaufte oder so? Nein, mir ist keiner aufgefallen heute. Wie viele Kunden hatten Sie denn heute so? So? Roundabout. Kein? Wie kann der Stift geklaut worden sein, wenn kein Kunde da war? Wie die Assistenten hat ihn wahrscheinlich selber geklaut. Oder er hat ihn genommen, um was zu schreiben, hat vergessen, dass er ihn genommen hat. Ja. 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 Das ist ja dumm. Das macht neue Sinn. Oh, oh. Sie war's! Also, sie war hier heute einkaufen. Und ich dachte, das war sie nicht. Was? Ich schaue mir das mal genauer an. Gucken Sie auch in Ihre Handtasche. Hm? Was willst du? Schönen guten Tag. Hauptkommissarin, mein Name. Ich frage mal so ganz direkt. Oberbulle. Mögen Sie Stifter? Was war? Was ist das? Aus diesem Laden hier wurde heute ein Stift entführt. Was? Oh, noch wieso entführt? Fragen Sie mich und nicht ihn? Ich frage gerne noch mal ein bisschen direkter. Haben Sie heute einen Stift entführt? Wollen Sie mich verarschen? Bitte schauen Sie doch. Der Stift hat Familie. Aha. Was passiert dann, wenn einer den kauft? Ah. Mal kurz eine andere Frage. Wissen Sie, wo es was zu essen gibt? Ich hab tierischen Hunger. Die Straße runter rechts, dann wieder links. Da mit mein Onkel, mit alles für 40. Heute Happy Döner Tag, 4,30. Nun rücken Sie schon mit der Sprache raus. Wo ist mein Stift, verdammt nochmal? Wieso kontrollieren Sie mich und nicht jemand anderen? Na, weil Sie gerade sehr verdächtig hier in diesen Laden gekommen sind. Ich werde eine... Ja, es ist eigentlich ganz normal und verständlich in Deutschland, dass wenn man normal in einen Laden reinläuft, sich sofort verdächtig macht. Eine Strafanzeige stellen wegen Ansprechen von Minderjährigen. Wie alt bist du denn? 16. Warum bist du nicht in der Schule? Ferien. Erst ab morgen. Schabbatest vom Arzt. Und da steht bitte was drauf? Regelblutung. Können Sie sich bitte darauf konzentrieren, den Stift wieder zu finden? Oh Mann. Seine Familie an, die hält das nicht mehr lange auf. Stimmt immer Junge. Jürgen, komm zurück.
Hallo, Frau. Wie funktioniert das überhaupt? Frau Grimm. Gesim. Sim. Nun nehmen Sie doch diese Frau fest. Wie viele Hinweise brauchen Sie denn noch? Entschuldigung. Sie werden beide diesen Laden nicht verlassen, ehe ich meinen Stift wieder habe. Und wenn es Stunden dauert. Die und Brille. Wenn es Tage dauert. Und wenn es Monate dauert. Oh, gucken Sie mal, hier ist die Quittung. Ich habe den Stift anscheinend doch verkauft. No. Vielen Dank, Zuschauer. Ein großes Dankeschön an Bild und Buch hier in Westerburg, dass wir hier drehen durften. Guckt doch gerne. Ich scheiß mich ein. Das hat ihr auch so schnell erkannt, wenn ihr die Quittung Richtung Kamera hält. Geil. Vorbei und kontrolliert, ob der Stift wieder da ist. Alles Gute. Unbedingt ja, eine Frage schreiben, wenn ihr eine Frage habt an Ronny. Dann tippt jetzt unten rein, dann wird sie nämlich am Mittwoch beantwortet. Liebe Grüße und bis dann. Ciao. Jede Frage läuft. Jede einzelne. Ich brauch super. Oh. Schabala. Ich scheiß mich ein. Das war ganz cool. Das war echt ganz cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Und damit raus. Ja gut, Leute. Da will ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es mir immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ihr ist mit Kommentaren gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye.